In dieser Folge schauen wir uns, wie versprochen, den nächsten Waggon nochmal an. Ich weiß, da seid ihr bestimmt alle ganz, ganz heiß drauf. Aber was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Du solltest wissen, dass mein Papa viele seltene Karten besitzt. Möchtest du kämpfen? Na gut. Okay. Dann zeig mal, was du drauf hast. Sind die jetzt hier auch alle so gut wie der 600 Angriff? Okay. Wir haben schon bessere Monster gezogen. Perfekt. Ist schon mal ein guter Start für uns. Das ist ein Windmonster. Da haben wir mit Träumer und Dunkel erstmal keine Probleme. Zug beenden. Yes. Kann er erstmal nichts drauf antworten. 600. Ich würde sagen. Oder sollen wir es erstmal mit dem 600er probieren? Ja, komm, wir probieren es mal mit dem 600er. Okay, es reicht. Bis jetzt ziemlich schwache Karten hat sie hier. Dafür, dass ihr Vater viele seltene besitzt, hat sie bis jetzt umso schwächere Karten. Okay, jetzt hat sie mit ihrem... Warum hat die nur noch so wenig Lebenspunkte? Warum habe ich nur so wenig Lebenspunkte? Nee, Leute, jetzt mal ernsthaft. Hä? Ach, lol. Deswegen steht jedes Mal, wenn wir in unserem Zimmer sind, die Lebenspunkte wurden wieder hergestellt. WTF, die resetten sich nicht bei jedem Duell, sondern die bleiben... Ach, was? Jetzt habe ich das verstanden. Aber das ist ja lächerlich. WTF, deswegen hatten wir ab und zu mal direkt so instant wenig Lebenspunkte. Ja, krasser Scheiß. Da muss man echt nach jedem Kampf wieder zurück zu seinem Zimmer und einmal den Computer anquatschen? Nee, das ist nicht deren Ernst. Das haben die nicht wirklich gemacht. Was ein Quatsch. Oh Mann. Also das ist ein eindeutiger Kritikpunkt. Ich weiß nicht, ob man das, also ob das nur eine Einstellungssache ist, aber das ist ein eindeutiger Kritikpunkt. Das ist echt verdammt kacke gemacht. Da habe ich ja überhaupt gar keinen Bock drauf, jedes Mal wieder zurücklaufen zu müssen. Was ist das denn für ein Blödsinn? Na gut, müssen wir uns dann aber merken. Ja, lol. Aber ich will halt noch gegen die anderen hier, die hier drin sind, kämpfen, ne? Aber ich habe halt Angst, wenn ich jetzt den Zug verlasse, dass dann direkt die Story weitergeht und ich nicht mehr in den Zug einsteigen kann. Was ja gut vorstellbar ist, ne? Was ein Scheiß. Das ist ja eine Kacke, ey. Ja gut, aber dann weiß ich jetzt wenigstens Bescheid. Dann muss ich da halt dran denken, wenn wir in einem vorherigen Duell schon ja, mehrere Lebenspunkte verloren haben, dass die das hier halt eben so geregelt haben, was schon ja, ziemlich behindert ist, aber gut. War in Sacred Cuts auf jeden Fall nicht so. Was natürlich auch viel besser ist, aber keine Ahnung, warum die das jetzt hier so abgeändert haben. Jetzt habe ich das auch verstanden, warum so oft wir schon am Anfang auf einmal so krass weniger Lebenspunkte hatten. Lol, lol, lol. Aber egal, das Duell haben wir gewonnen. Aber ich habe jetzt natürlich auch Angst, wenn ich das nächste Duell angehe und dann wegen den wenigen Lebenspunkten das Duell verliere, dass ich dann alles nochmal von neu machen muss. Oh, das ist doch eine ordentliche Karte. Die können wir mal mit reinnehmen. Sanduhr hieße. Ich sage meinem Papa, er soll mir seltene Karten kaufen. Ich dachte, er besitzt seltene Karten. Die Sanduhr können wir mal mit reinnehmen für ein Monster, was wir halt überhaupt gar nicht gebrauchen können. Wie dich jetzt zum Beispiel, oder was kann er? Ein engelhafter Elf, der zur Musik zum Himmel tankt. Seine Flügel fungieren auch als Klinge. Ja, die schauen wir mal raus. Und suchen mal die Sanduhr. Da ist sie. Und die nehmen wir mit rein. Sehr schön. Ja, lol. Achso, Status, ne?
Da können wir unsere Lebenspunkte überprüfen. Da 2690 nur noch, ne? Du Landenstufe 92 der Kapazität. Ich will aber halt noch gegen die hier sprechen, ohne dass es einfach weitergeht. Ich spreche erstmal mit ihr hier. Ich bin nur wegen der ägyptischen Ausstellung hier. Vom Hobby meines Mannes wusste ich nichts. Er und Duelle? Das hätte ich nie gedacht. Duell? Auf keinen Fall. Okay, das ist schon mal gut. Du willst mich herausfordern? Papa, zeig ihm, dass du der Beste bist. Ja, mein Lieber, weise ihn in seine Schranken. Okay. Oh, hoffentlich gewinnen wir das noch. Silberpfeil und Bogen wurde aktiviert. Sie haben ein Monster gestärkt. Ist ja geil. Ja. Perfekt. Silberbogen und Pfeil hört sich ganz schwer nach Wind an. Nach einem Windmonster. Ist das scheiße. Erde besiegt Wind, ne? Ja. Da können wir vermutlich nicht viel machen. Wie, inwiefern wurde es hier 1300? Und ne, es ist ein Erdmonster. Und das ist... Ja, 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 das haben wir jetzt schon verloren. Oh. Ach, Kacke. Dann werden wir jetzt gleich mal herausfinden, ob wir nochmal alles von vorne machen müssen. Wenn ja, werde ich euch das rausschneiden, weil das müssen wir nicht nochmal sehen. Aber das ist schon echt behindert gemacht, Mann. Dass man die Lebenspunkte nicht pro Kampf wieder, dass sie nicht geresettet werden pro Kampf, ne? Was ein Scheiß, ey. Als ob. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir. Lebenspunkte wurden wieder hergestellt. Speichern, ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Lol, als ob. Ja, dann schneide ich euch gleich bis zur Stelle, wo wir in den letzten Waggon kommen. Und dann werde ich den danach nicht herausfordern, weil wir dann wieder so wenig Lebenspunkte wohl haben werden, dass es eh keinen Sinn macht. Und wenn wir den Zug verlassen, aber dann sehen wir uns dann gleich nochmal. Also, bis nachher, Leute. So, da wären wir wieder. Wir haben ihn besiegt. Haben noch nach den beiden Kämpfen jetzt 6680 Lebenspunkte, aber wir versuchen es nicht, er war halt so krass stark. Ich versuche jetzt nochmal schnell zu speichern. Kann ich jetzt nochmal speichern, ohne dass die Story direkt weitergeht? Es sieht gut aus. Nein! Der Schwein hat mich gejagt! Okay, wir sollen ihm wahrscheinlich folgen, aber wie kommen wir denn jetzt... Kommen wir nochmal zurück? Kommen wir nicht nochmal zurück? Ich möchte eigentlich nur speichern und unsere Lebenspunkte wieder auffüllen. Was ist denn das für ein Dreck? Ach, als ob... Wir kommen nicht zurück, ne? Wie füllen wir unsere Lebenspunkte denn jetzt wieder auf? Gar nicht. Geil. Was ist, wenn wir hier rausgelaufen? Auch nix. Ein dunkler Hühne warf mich einfach um. Au, au, au. Er schürzte in die ägyptische Ausstellung. Ein dunkler Hühne warf mich einfach um. Mistkerl. Ja, ich würde die gerne ansprechen zum Kämpfen, aber ich traue mich nicht. Ah, hier. Okay. Uhrenturmplatz. Gehen wir einmal schnell speichern.
Damit uns so ein Scheiß nicht nochmal passiert. Aber jetzt weiß ich ja wenigstens, warum wir auf einmal immer so wenig Lebenspunkte und so krasse Schwierigkeiten hatten zu kämpfen, ne? So, dann gehen wir in die Ägypten. Ich kämpfe trotzdem nicht nochmal gegen diesen Typ hier, der war viel zu stark für uns. Aber ich würde gerne gegen die hier kämpfen, wenn das geht. Nein, ich duelliere mich nicht. Such dir einen anderen. Und du? Um diese Zeit liefere ich mir keine Duelle. Okay, die wollen nicht. Hier oben geht es nicht raus. Dann folgen wir mal dem dunklen Hühn. Ich weiß seinen Namen gerade nicht. Achso, warte mal, stopp. Wir konnten nochmal hier einen ansprechen, ne? Ich würde schon gerne die Kämpfe mal mitnehmen. Hier, ihn hier. Wenn er kämpfen will. Ein Hühner rannte die Treppe hoch. Das ist mein Untergang. Ich habe keine Ahnkarten mehr. Okay, die wollen alle nicht kämpfen. Da komme ich nicht durch. Okay, komme anscheinend nur hier durch, okay. Was ist mit euch hier? Hey du. Die Macht der alten Pharaonen ruht hier. Diese alte Kraft wird mich sicher stärken. Ich werde hier der Hüter der Finsternis werden, solange mir die Pharaonen Macht schenken. Ich trage Würde als Hüter der Dunkelheit und dieser Ort ist für mich an würdevoll. Ich kann unmöglich verlieren, okay. Gut, dass wir vorher speichern waren. Ah. Falls das hier schief geht, weil ich würde auch ganz gerne mein Deck so lange verwenden, also das Starterdeck so lange verwenden, bis wir wirklich gar keine Chance mehr gegen die Gegner haben. Habe ich ja bei Sacred Cards auch so gemacht. Also wirklich nur das Deck erst dann verwenden, wenn es wirklich unbedingt notwendig ist. Nein, er hat direkt ein Erdmonster gezogen. Aber wir haben auch ein Windmonster auf der Hand. Und einen kleinen Drachen nämlich. So. Dann Attacke gegen die Erde. Dann schauen wir doch mal, was er dagegen zu... Okay, da hat er schon ein ganz gutes Monster gegen anzusetzen. Licht besiegt Dämon, das ist schlecht. Wir haben aber ein 700er Monster auf der Hand. Okay. Kriegen wir ihn wenigstens mal besiegt. Schaden ihm ja gut mit 50 Lebenspunkten. Ziehen wir ihm ab, ist jetzt nicht die große Nummer. Er ist nur, ist im Verteidigungsmodus geblieben, aber es macht mir ein bisschen Sorge. Ja, 700 Verteidigungspunkte. Gut, dass wir mit unserem Wüter des Meeres oder was auch immer angegriffen haben. So konnten wir ihm die Lebenspunkte noch ein bisschen weiter verringern. Was macht er jetzt? Er geht weiterhin auf Verteidigungskurs. Okay. Wir greifen weiter mit unserem 800er an, ja. Das habe ich mir nämlich schon fast... Aber wohl, der hat ja... Nee, der hat nur 700 Angriff. Ich dachte gerade, der hätte 750. Stimmt aber nicht, habe ich mich vertan. Greifen wir erstmal mit unserem Wassermonster weiter an. Solange die Taktik hier ganz gut fährt. Ah, okay, ein Feuermonster hat er jetzt erledigt von uns. 700 Angriffskraft. Donner besiegt er, ja, da haben wir nichts. Haben wir nichts. Okay. Aber nicht so schlimm. Wir besiegen ihn mit unserem 800er Monster. Und greifen trotzdem mit den beiden Monstern hier nach, wenn er unseren Dämon wahrscheinlich in der nächsten Runde killen wird. Weil er nur 500 Angriffskraft hat. Die Wiese schleicht. Okay, jetzt hat er unser stärkstes Monster zerstört. Das ist nicht gut. Wir haben aber einen guten Träumer gezogen. Das ist gut. Das ist gut. Wir besiegen mit unserem Dämon sein komisches Elektrovieh. Und mit 1400 Punkten greifen wir seine Lebenspunkte an. Ja, gut. Das belassen wir erstmal dabei. Aber wir müssen echt auf unsere Lebenspunkte aufpassen. Ne? 7650 ist aber noch okay. Wenn das nicht viel weiter runter geht... Oh, die Falle ist nice. Und wir können mit unserem Windmonster sein Erdmonster direkt zerstören. Auch gut. Und jetzt kann er ruhig unser schwaches Windmonster angreifen. Durch unsere Falle wird sein Monster zerstört und unsere Lebenspunkte geschützt. Und dann können wir... Ja, und genauso... Genau das war der Plan. Danke dafür. Setzen wir noch ein Monster und dann wollten wir das Duell gewonnen haben, ne? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Perfekt. Duell-Sieg. Kapazität ist um 3 gestiegen. 153 Domino und Verwandlungskrug. Okay, nice. Noch ein Verwandlungskrug. Den lassen wir aber erstmal drin. Ich habe verloren, aber wie? So, was machst du hier? Ist hier ein dunkler Hühner vorbeigekommen? Ja. Ah, da geht's weiter. Also, er ging hier die Treppe hinunter. Okay. Geht es denn hier noch sonst irgendwo hin? Nö. Geht es hier irgendwo hin?
Nein, auch nicht. Möchtest du denn kämpfen? Nein, ich duelliere mich nicht. Such dir einen anderen, okay. Sollen wir ihm hinterherlaufen? 7650 Lebenspunkte, ja komm. Dafür brauchen wir uns nicht nochmal heilen. Ja! Du willst die Millenniumskette? Ja? Gut, die Millenniumskette gehört dir. Es ist meine Pflicht, Millenniumsgegenstände zu schützen. Ich bin ein Millenniumswächter. Beweis in einem Duell, dass du würdig bist, eines Millenniumsgegenstands würdig. Aber nur, wenn du meine Herausforderung annimmst und gewinnst. Okay, das ist der erste Bosskampf. Nur eine ist nicht möglich. Oh, bla bla bla. So. Okay, ein ganz normales Spielbrett. Okay, da hätte ich jetzt auch eher an ein dunkles Spielbrett gedacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was er denn für Monster hat. Wir setzen... Hat er Dämonen? Hat er Dämonen? Ich weiß es halt nicht, ne? Wir setzen trotzdem die Falle. Ne, wir setzen erstmal ein anderes Monster in Verteidigungsposition. Erstmal gucken, was er überhaupt für Monster hat. Wir müssen ihn erstmal ein bisschen kennenlernen. Rote Medizin gibt dem Spieler 500 Lebenspunkte, ja krass. So. Du bist kaputt. Hä? Der schwindet? Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Warum ist denn jetzt seine... Hätte ich mir erstmal durchgelesen. Warum ist denn jetzt seine erste Karte zerstört worden? Hä? Keine Ahnung. Wir haben ein weiteres Lichtmonster gezogen, also kann ich unseren Schneemann erstmal setzen. Ich möchte wissen, was er für Karten hat. Kommt mir schon sehr komisch vor. Okay, keine Dämonen schon mal. Auf jeden Fall. Träumer. 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 Obwohl, Dämonen besiegt Träumer, ne? Hätte ich den Dämon eigentlich setzen können. Okay, nicht so schlimm. Das ist ein Lichtmonster. 800. Ich warte mit dem Dämon erstmal ab. Ja, ich muss abwarten. Das bringt rein gar nichts, den jetzt zu opfern. Solange mit dem 900er Verteidigungsmonster hier unter Genis unsere Lebenspunkte geschützt sind, ist das erstmal in Ordnung. Dunkel besiegt Licht. Das ist schon mal gut. Er hat nur 600 Angriff, aber dann haben wir ein Monster wenigstens weniger von ihm, ne? Wir machen das einfach mal. Wir probieren es einfach mal aus. Mal gucken, was dann passiert. So wenig Lebenspunkte haben wir, so viele Lebenspunkte haben wir jetzt gar nicht verloren. In dem vorherigen Kampf. Tja. Okay, das ist gut. Das ist gut. Ja, wir machen das erstmal so. Schaden wir ihm wenigstens mal um 100 Punkte seine Lebenspunkte. Und gucken, was passiert. Okay, er kann ihn besiegen. Er hat aber halt nicht nur Träumer. Er hatte gerade noch Lichtmonster, deswegen habe ich ein bisschen Angst. Shit, ey. Ich probiere es jetzt trotzdem einmal aus. Mal gucken, was passiert. Ja, er hat halt direkt ein Lichtmonster, okay. Wir brauchen ganz dringend eine Karte, für die ich so unseren Pfau oder unseren Löwen wäre jetzt geil, ne? Aber an unseren Genius kommt er im Moment nicht dran. Ich hoffe, das bleibt... Oh, scheiße! Jetzt haben wir ein Problem. Und jetzt kriegen wir ihn natürlich. Was ist das denn schon wieder für eine Verarsche, Mann? Ach, lächerlich, wirklich. Das ist gleich eine Runde früher. Hey, WTF.
Das ist unser. Das ist unser Luz, ne? Kacke, ey. Ach, was ein Schwachsinn, Mann. Ja, scheiße. Eine Runde eher den Löwen und wir hätten das Duell gewonnen, ne? Schon lächerlich. So, speichern wir einmal. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt nochmal anfangen müssen. Ich hoffe, wir können da direkt wieder einsteigen. Ach, ich muss nach rechts laufen. Okay, das sieht gut aus. Genau. Einmal probieren wir es noch in dem Part. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich mir doch mal Gedanken um mein Deck machen. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge erst sehen. In diesem Part machen wir jetzt noch einmal einen Kampf gegen ihn. Hoffen wir, dass wir jetzt mit den Karten ein bisschen mehr Glück haben. Ja, was setzen wir jetzt hier für eine Scheiße als Einsatz, Mann? Das ist doch behindert. Ich muss mal ein paar Karten kaufen, damit ich auch mal ein paar bessere als Einsatz hier machen kann, ne? So, machen wir dich. So, das sieht doch schon gar nicht so verkehrt aus, ne? Wind war eher unwichtig. Dunkel war wichtig. Träume. Ich setze erstmal unseren kleinen Drachen. Gucken wir mal, was er als auf der Hand als Starthand bekommen hat. 800er Monster, okay. Ist aber so okay. Wenn wir jetzt Glück haben, könnte das schon gut laufen, ne? Wir zerstören ihn. Zug beenden. Und jetzt bitte überlebe. Auge, überlebe. Die nächste Runde überlebe, überlebe. Er überlebt. Yes, 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 yes. Nice. So, Tribut. Und unser Pferd setzen wir erstmal in Verteidigungsposition. Das könnte gut laufen jetzt, ne? Yes. Das sieht gut aus. Okay, perfekt. Das ist ein Träumer mit 800 Angriffskraft. So viel haben wir halt nicht. Ein Dämon wäre jetzt nochmal nicht so verkehrt. Wir setzen hier erstmal Verteidigung. Ja, und versuchen jetzt so erstmal Stück für Stück seine Lebenspunkte zu minimieren. Dass er immer einmal angreift und wir sein Monster in Angriffsposition dann zerstören. Dauert dann zwar eine Weile, aber lässt sich jetzt im Moment nicht verhindern. Okay, der V ist cool. Hatte er Feuer? Er hatte keine Feuermonster, ne? Ich setz mal den V ein. Ist stärker. Geht das ein bisschen schneller mit den Lebenspunkten dann. Wenn unsere Taktik so aufgeht, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Die lässt den Spieler eine Karte vom Deck nehmen und verschwindet dann. Okay. Ah, deswegen war die Karte gerade weg von ihm, ne? So, wir setzen Funken ein. 50 Punkte Schaden für ihn. Aber ich traue mich halt nicht anzugreifen. So, machen wir jetzt erstmal so Attacke. Ja, 1000 Verteidigungspunkte hatte er. Das hätte rein gar nichts gebracht. Oh, hatten wir Glück, dass unser Dämon am Anfang der Runde überlebt hat. Ne, geiler Scheiß. Und er hat jetzt nur 600 Angriffspunkte. Das ist schön. So, unserem Träumer Attacke. Nein, handelt sich um Fresser gewohnt. Verhexender Phantom verschwindet. Ah, shit. Dann greifen wir aber mit ihm an, damit wir mit unserem V dann direkte 1700 Punkte auf seine Lebenspunkte Schaden anrichten können. Okay. Und ab der nächsten Runde machen wir es dann wieder weiterhin, dass wir ein Monster in Verteidigungsposition setzen. Ja, das ist doch gut. So. Attacke. Dann greife jetzt ruhig mal in der nächsten Runde bitte an.
Yes, sehr schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt ziehen wir am besten noch einen Dämon. Ach, schade. Man kann halt nicht alles haben. Ne? Aber 600... Nein, haben wir keinen mit 650? Ah, bitter. Bitter. Okay. Dann machen wir das so. Ich zerstöre mit meinem Genin sein Genin. Setze meine Wolke in Verteidigungsposition, greife mit dem V die Lebenspunkte an. Und sollten wir das in der nächsten Runde? Nee, obwohl, nee, kommt drauf an. Nee, nee, schaffen wir noch nicht. Das schaffen wir noch nicht, okay. Aber das Duell an... Doch, schaffen wir. Ja, schön. Gute Karte gezogen. Wir setzen unsere Zauberkarte. Ring der Finsternis. Die Karte von ihm wird vernichtet. Und wir bringen seine Lebenspunkte auf null. Nice. Ersten Bosskampf gewonnen. Sehr schön. Kapazität ist... Warum steigt die Kapazität immer nur um 3? Ich verstehe es nicht. Aber 400 Domino erhalten und Lamont erhalten. 1200, 1700. 25 Kosten musste man noch ein Tribut für zahlen. Eine Zauberin, die auf dem Mond lebt. Sie lockt Gegner mit den magischen Kräften des Mondes. Okay. Du bist noch tollpatschig und ungeschickt. Aber ich erkenne auch einen schwachen Hoffnungsschimmer. Du hast dich bewährt. Hier, nimm, das ist für dich. Die Millenniumskette, nice. Damit gehen wir am besten gleich direkt zurück zu Ichizo, ne? Was ist das? Dieses Bild gerade... Mango, du hast es doch auch gesehen, oder? Ja. Die Welt wird von Reshift im Dunkeln zerstört. Ichizos Worte werden wahr. Und mein anderes Ich, aber warum? Egal, wir müssen uns beeilen, sonst gibt es wohl Ärger. Los, gehen wir sofort zurück zu Ichizo. Das werden wir auch direkt tun, allerdings erst im nächsten Part. Also, Like da lassen und nächsten Part nicht verpassen. Danke, tschüss.